Während der Mobilisierungsphase zu G20 und den dazu stattfindenden Veranstaltungen, Demonstrationen unter anderem, Kunstwerke wurden ja auch geboten, war bereits klar, dass beide Seiten das extrem hoch pushen. Aus dem autonomen Spektrum wurde gesagt, es sollte der größte schwarze Block in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland werden. Und seitens der staatlichen Instanzen wurde mal von 6 dann auf 8000 autonom hochgerechnet. Tatsächlich waren es 1500 oder vielleicht 2000. Also maximal 2000. Und das ist eine Lage, die in Hamburg Standard gewesen ist und seit den 80er Jahren immer wieder vorhanden war. Diese völlig aus dem Ruder gelaufene Polizeilage, und zwar verantwortlich seitens der Polizeileitung, war beherrschbar. Die Behauptung, sie wäre unbeherrschbar gewesen, ist grober Unfug, ist eine weitere Irreführung der Öffentlichkeit. Sie können in den Zeitungsarchiven, in den Medienarchiven nachschauen. Es gab, das Maximum waren 3000 Autonome. Und man wusste genau, wie sie vorgehen würden. Man hat auch einmal das Szenario gemacht, dass die Polizeikräfte am Schulterblatt waren, vor der Roten Flora. Da sind die Autonomen in die Weidstraße gegangen, so eine Edelstraße im Hamburger Westen, und haben dort die Geschäfte beschädigt. Das ist wie am 21. Dezember 2013. Diese Demonstration wird nie laufen. Alles andere ist Sonntagspathos, ist Lyrik, Polizeilyrik. Und warum soll die Demo nicht laufen? Weil die Kraftmeierei, die die Polizei Hamburg über die ganzen Jahre entwickelt hat, seit Herrn Schill und dem Staatsrat Wellinghausen, ein SPD-Mitglied damals, weil diese Kraftmeierei das nicht zulässt. Ein Führungskopf wie Dutte kann und will nicht anders, als die harte Linie fahren. Ich selbst saß noch in solchen Studiengruppen in den 90er Jahren, also nach meiner Abgeordnetenzeit, und habe das recht nah erlebt, wie da einzelne Mitglieder, die jetzt sogar Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei sind, die waren immer kurz davor, ganz Hamburg abzuriegeln bei bestimmten Lagen, die wir zu bearbeiten hatten. Und diese Grundeinstellung, die ist inzwischen gerüttelt Maß Standard geworden. Entwickelt von Anfang des Jahrtausends über die Bambule-Demonstration, fortgeführt dann bei Rote Flora, dass die Polizei immer das Heft des Handelns total in der Hand haben wollte und es auch meistens gelang, unter erheblichen Schäden für die Zivilbevölkerung, für die Friedlichen. Das ist die Hamburger Linie, und dazu muss man noch die spiegelseitige Betrachtung der Betroffenen mit ins Kalkül ziehen. Die Betroffenen im Links- und nicht nur autonomen Spektrum vergessen sowas nicht. Die merken sich das. Genauso wie die rechtswidrigen Einsätze von verdeckten Ermittlerinnen im Bereich der Roten Flora und des Rundfunksenders, Freies Senderkombinat. Der ganze Bereich wurde ja ausgeleuchtet durch 4 Kriminalbeamtinnen, die sich durch Betten von Genossinnen turnten, um Informationen abzuschöpfen. Zu 3 dieser Einsätze hat die Polizei Hamburg inzwischen eingeräumt, vor Gericht eingeräumt, um Schlimmeres zu verhüten, nicht weil sie so rechtsstaatlich tragend vorgeht, dass diese Einsätze rechtswidrig waren. Und die 4. hat auch rechtswidrig gearbeitet. Auch das wird natürlich in der Szene registriert und nicht vergessen. Also man kann auch sagen, man hat noch Rechnungen offen. Und so ist es auch. Es gab auch mehrere 129a-Maßnahmen im Bereich Rote Flora FSK gegen den Rundfunksender, angeordnet durch die Generalbundesanwältin Monika Harms vor etlichen Jahren. Von diesen Maßnahmen wurden ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof mehrere als rechtsstaatswidrig eingeordnet. Auch das hat die Szene natürlich auf dem Schirm. Also kriminelle Vereinigung, und damit hat man total das ganze Potpourri frei mit Telefonüberwachung und anderen Eingriffsmaßnahmen nach der Strafprozessordnung, sobald der 129a gezogen wird. Die Monika Harms kommt aus Hamburg, das muss man auch wissen, und hat natürlich über Seilschaften
mit der Hamburger Richterschaft und Staatsanwaltschaft diese fürchterlichen Entscheidungen getroffen. Und diese Genesis ist es, die man mit im Blick nehmen muss, wenn man die Geschehnisse vom G20-Gipfel betrachtet. Ein Polizeibeamter hat bei seinem Amtseid, das habe ich ja auch gemacht, geschworen, notfalls unter Einsatz seines Lebens den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Und genau das verweigern die hier. Sie werden ja, also Lebensgefahr ist ja noch die Frage. Wir haben ja inzwischen sehr lebendige Berichte. Ein junger Mann, der oben auf dem Baugerüst war, 4 Seiten im Spiegel. Das ist ja geradezu lächerlich, dass von dem eine relevante Gefahr ausgegangen ist. Die Behauptung, Molotow-Cocktails wären geflogen, ist widerlegt. Das, was wir dort auf den Fernsehbildern sehen, ist ein pyrotechnischer Gegenstand, der auf dem Wasserwerfer verploppte. Da wäre ja sonst was aufgeplatzt und wir hätten noch ein bisschen kurz lichtes Feuer gesehen. Sehr wahrscheinlich nicht mal den Wasserwerfer in Brand stecken können. Also das wird alles extrem hochgezogen, weil die Polizei nicht rechtzeitig deeskaliert hat. Man muss in bestimmten Gewaltsituationen, ob bei Einzellagen, bei was weiß ich, Familienstreit oder Wirtschaftsstreit oder eben bei solchen Großlagen, rechtzeitig hineingehen, um die ganze Lage nicht weiter sich aufschaukeln zu lassen. Das war ja eine Einladung, 2,5 Stunden, und so haben es ja auch viele dann betrieben. Also Wasserspiele von den Wasserwerfern, und die Autonomen dachten ja auch, was ist denn hier für ein glückseliger Zustand ausgebrochen, warum kommt die Polizei nicht, was ist hier los? Ein MEK oder SEK-Einsatz dieser Art, wie wir ihn hier gesehen haben, hat es noch nie gegeben. Bei Versammlungen, bei Demonstrationen. Natürlich gab es schon SEKs und MEKs, die in den Gruppen der Polizeieinheiten dabei waren. Aber nicht spezifisch als MEK oder SEK, sondern als Zugriffseinheiten für Festnahmesituationen etc. Und natürlich sind die durch ihr Training, ihre Gesamtausbildung auch noch fitter als der Durchschnittspolizeibeamte. Das gab es schon oft, auch in den 80er Jahren schon. Das ist Standard. Aber hier wurde ja in einer militärischen Art und Weise vorgegangen vom SEK. Es war überflüssig in dieser Art und Weise. Das kann man wieder nur erklären, wenn man das Chaos im Einsatzstab zugrunde nimmt, das geherrscht hat. Dörte war überfordert. Auch dazu ist aus der Organisationslehre im militärischen, im polizeilichen und im Wirtschaftsbereich, dort gibt es ja auch Stäbe, weshalb die so gerne oft Leute von der Bundeswehr nehmen, Offiziere möglichst, dass die Führungslinien nicht unter 3 und nicht über 7 sein sollen. Unter 3 Linien, also Abschnitte, die zu führen sind, macht es keinen Sinn. Da kann jeder Abschnitt sich selbst führen mit einem vernünftigen Vorgesetzten. Und wenn Sie mehr als 7 haben, können Sie das als einen Gesamteinsatz leider nicht mehr bewältigen, weil die Informationsflut zu groß ist, jedenfalls wenn der Laden brummt, und weil die Entscheidungen zu vielfältig sind, die Sie treffen müssen. Hier gab es bei dem gesamten Einsatzkonzept insgesamt 13 Einsatzabschnitte mit Streckenschutz und Flughafen und tralala. Das geht nicht. Also auch da nochmal zurück zur Strukturkritik. Die Polizei Hamburg hatte bis vor 15 Jahren 4 funktionierende Einsatzstäbe. Der in der Polizeidirektion Süd war immer nicht besonders fit, aber sie hatten 4 Einsatzstäbe, die anderen 3 waren arbeitsfähig und einen Führungsstab. Heute hat sie nur 1. Das ist im Grunde auch ein abstraktes Begründungsmerkmal, weshalb dieser martialische SEK-Einsatz stattfand. Auch der wäre überflüssig gewesen, wenn man frühzeitiger reingegangen wäre. Wir haben die ganzen Seitenstraßen gehabt, die offen waren. Man hätte auch nicht von Norden, von der Altonaer Straße ins Schulterblatt zur Roten Flora hin gehen müssen. Da wäre auch Widerstand gewesen. Aber den hätte man auch gebrochen. Sondern die ganzen Seitenstraßen waren vorhanden. Und das Rumgeheule, da waren ja auch Leute auf den, das ist doch lächerlich. Auch dafür gibt es keine richtigen Belege. Das sind Hamburger Lagen seit 20, 30 Jahren, mit denen die Hamburger Polizei mit zusätzlichen Kräften von anderen Polizeien operieren konnte. Hier nicht, weil das Dutte war. Für uns Kritische ist nicht nachvollziehbar, warum die Polizei Hamburg das Camp
auf der Halbinsel Entenwerder nicht dankbar angenommen hat. Taktisch und strategisch konnte der Polizei doch gar nichts Besseres passieren. Da kann man jederzeit den Sack zumachen, die Leute nicht rauslassen oder wenn der Shuttle Service läuft, fahren in eine Richtung auch leere Autos zurück. Stattdessen hat man jetzt ein Camp im Volkspark gehabt. Und genau das Problem dann am Freitagmorgen, dass die Leute nicht zu kontrollieren waren. Also verstehen Sie, diese Denkweise, die fehlende intellektuelle Flexibilität, was ich schon gesagt habe, der Dutte kann nicht anders und will nicht anders. Er will die Totalbeherrschung des Demonstrationsgeschehens oder was jeweils gerade ansteht. Also Hartmut Dutte hat als Gesamteinsatzleiter eine unglaublich hohe Verantwortung für die Menschen, die ihm anvertraut werden. Das gilt noch mehr bei der Bundeswehr, also in Kriegseinsätzen, wo es gleich um Tod und Leben geht. Hier ist das zum Glück nicht oder so gut wie nie der Fall. Aber er hat die Fürsorgepflicht und die Verantwortung, mit den Ressourcen effizient und sinnvoll umzugehen, wozu vor allen Dingen gehört auch rechtsstaatlich sauber. Diesem Anspruch ist Hartmut Dutte in mehreren Dutzend Einzelvorgängen bei den drei Tagen nicht gerecht geworden. Und mit ihm noch einige andere. Denken Sie bitte auch an diesen Unfug, der den Journalisten erzählt wurde bezüglich des SEK-Einsatzes, warum der erst nach 2,5 Stunden erfolgte. Da stellte sich dann Meyer hin oder sitzt da bei der Pressekonferenz am Sonntag im Polizeipräsidium und schwadroniert was. Ja, die waren eingegraben. Das dauert, bis die ausgegraben sind. Die konnten sie auch nicht sehen, weil die eingegraben sind. Und kein Journalist kann das vernünftig fassen, weil diese fachliche Kompetenz der Polizeireporter nicht mehr vorhanden ist. Wir wissen, dass gesagt wurde, innerhalb einer Minute, wenn ein Terroranschlag erfolgt ist, ein Spezialeinsatzkommando an jeder relevanten Stelle des Streckenschutzes, der gebildet worden war, und an den neuralgischen Punkten, Elfi etc., Messezentrum. Hier geht es nicht um eine oder drei Minuten und Rote Flora Schanze ist auch nicht der neuralgische Punkt für den Schutz der Staatsgäste gewesen. Aber nach 15 Minuten spätestens wäre ein SEK da gewesen. Die ganzen SEKs waren in einem Parkhaus in der Innenstadt. Da war eine Etage freigeräumt für die Polizei. Da waren die SEKs. Und die waren nicht alle mit Scharfschützen etc. im Anschlag zum Schutz irgendwelcher Objekte oder besonderen Lagen. Das ist wieder Polizeilyrik. Da wird die Öffentlichkeit für dumm verkauft oder sie versuchen es. Das ist das Gleiche wie bei dem angeblichen David-Wachen-Überfall, wo die Medien auch erstmal alle drauf reingefallen sind. Das ist ja schlimm und wieder Mitleidseffekt. Und dann kam das Gefahrengebiet. Und hier läuft der gleiche Mechanismus im Moment, dass die Medien bedauerlicherweise die falschen Darstellungen der Polizei und der Politik wie 1:1 überbringen und nur angelegentlich, da wo sie für sich die Kompetenz haben, zum Beispiel bei Betroffenheit der eigenen Kollegen, die 32, denen die Akkreditierung aberkannt worden ist, oder bei bestimmten Einzelfällen, wenn Journalisten überfallen wurden. Da geht man verstärkt dann der Problematik nach. Das ist leider, es tut mir leid, aber auch die vierte Gewalt, die informelle vierte Gewalt, also Öffentlichkeit, Medien, hat da im Grunde mehr einzubringen, sollte es auch tun.